nehme euch in diesem Vorwort in dem Prozess Unser Bund 2025 Zukunft gestalten mit hinein. Kurz gesagt, UB25 ist ein Erneuerungsprozess für die Strukturen unseres Bundes. Wir wollen, dass alles, was wir übergemeindlich machen, den einzelnen Gemeinden vor Ort besser und direkter dienen kann und auch in Einklang mit den Ressourcen steht, die wir zur Verfügung haben. Für dieses Ziel soll die gesamte bestehende Organisation und Struktur des Bundes auf Zweckmäßigkeit hinterfragt werden. Besonders wichtig ist dabei, dass sich viele Menschen aus dem Bund, aus den Gemeinden, aus den Landesverbänden, aus den GJWs aktiv beteiligen. In den letzten Monaten haben wir eine erfreuliche Beteiligung an Umfragen und offenen Online-Workshops erlebt. Und am 14. Oktober kamen über 100 Menschen in Göttingen zum Plenum zusammen. Hier ein paar Eindrücke davon. Wir versuchen uns aufzustellen, gemeinsam zu überlegen, welche Strukturen wollen wir haben für die Zukunft und was ist wichtig dabei, was müssen wir dabei beachten. Und weil wir in der Projektgruppe wenig Leute sind, die da viel drüber nachdenken können, aber auf keinen Fall alle Perspektiven irgendwie einnehmen können, ist uns besonders das Plenum wichtig, weil wir da tatsächlich aus allen Ecken von Deutschland, aus unterschiedlichen Altersgruppen und Gemeinden und Werken Leute zusammenholen, um gemeinsam zu überlegen, was ist wichtig und wo wollen wir hin und worauf müssen wir achten. Heute wollen wir ganz besonders für drei Bereiche auch fragen, was sind die Bedarfe von Gemeinden? Das Plenum garantiert die Verbindung zwischen der Leitung des Bundes, dieses Projektes und Prozesses, zu den Gemeinden hin. Ich bin Mitglied einer kleinen Gemeinde mit nur 82 Mitgliedern, die gefühlt immer etwas unterrepräsentiert werden und von den großen Gemeinden überstimmt. Das Plenum ist wichtig, weil dort die unterschiedlichsten Meinungen, Ansichten und Überzeugungen aufeinandertreffen. Und ich erlebe es in unserer Gemeinde so, je vielschichtiger Leute zusammenkommen, um etwas zu diskutieren, umso mehr Facetten sieht man. Meine Hoffnung ist auf jeden Fall, dass der Bund irgendwie zukunftsfähig gemacht wird. Es geht darum, dass wir als Bundesgemeinschaft in unsere Gesellschaft hineinwirken können, dass wir eine gewisse Relevanz haben, Menschen zu erreichen mit dem, was ihre Nöte und ihre Probleme sind. Also ich bin als Ehrenamtliche aus dem GJW Norddeutschland hier und mir ist es einfach wichtig, dabei zu sein und Kirche mitzugestalten, weil Kirche etwas ist, das schon ganz lange steht und auch noch ganz lange stehen soll. Mir ist auch Partizipation ganz wichtig. Es ist ja auch etwas, wofür der Baptismus steht, so das Basisdemokratische, dass jeder etwas zu sagen hat und dass es nicht von oben herab geht, sondern dass wir sind alle Kirche und wir alle tragen etwas dazu bei für unsere Zukunft. Ich bin als Mitglied der Landesverbandsleitung im Landesverband Bayern dabei. Und warum? Weil ich natürlich Hoffnung habe, dass wir über die Zukunft des Bundes nachdenken können auf eine Art und Weise, die zielführend und gut ist. Den Austausch im Plenum erlebe ich bisher als wertschätzend, konstruktiv. Ich bin damit sehr zufrieden. Sehr offen, sehr freundlich und sehr themenbezogen. Ich denke, dass das für die Größe dieser Veranstaltung enorm offen und frei ist. Ich bin selbst Mitglied in einer Kirchengemeinde, die zum Baptismus gehört, in der Baptistenkirche Wedding. Es ist etwas, was ich am Bund schätze, dass es eben sehr viele Laien mit einbezieht, viele Ehrenamtliche dort arbeiten. Und es deswegen auch total wichtig ist, Menschen aus unterschiedlichen Bereichen mit einzubeziehen, partizipieren zu lassen. Als GJW-Hauptamtlicher ist natürlich ein großes Interessensfeld auch für uns, wie es weitergeht mit dem Bund. Wir wollen in die Zukunft gucken und Visionen haben und schauen, wo es hingeht. Meine Hoffnungen sind, dass wir es schaffen, als Gemeinde Einheit zu schaffen, dass wir immer hoffnungsvoll bleiben. Ich bin als Mitglied der Projektgruppe hier und als ein Teil einer Arbeitsgruppe. Theologische Ausbildung und gleichzeitig auch Landesverbandsebene. Also mir ist sehr wichtig, weil ich im Landesverband arbeite, dass die Gemeinden gestärkt werden. Wir haben sehr unterschiedliche Gemeinden in unserem Landesverband, dass da kleine Gemeinden, große Gemeinden einfach Unterstützung erfahren und unter Umständen auch, dass Gemeinden sich gegenseitig auch unterstützen. Und dass wir eine Struktur finden, wo der Bund einfach Hilfen anbietet für Gemeinden, dass sie ihren Dienst erfüllen können. Zurzeit arbeiten verschiedene Arbeitsgruppen an konkreten Vorschlägen. Und wir gehen davon aus, dass wir euch beim Bundesrat im nächsten Jahr, Anfang Mai in Kassel, konkrete Vorschläge machen können.
Manch einer fragt nun, muss das wirklich sein? Für die meisten sind Strukturen ja nicht besonders anziehend, für mich im Übrigen auch nicht. Und so ist der vielleicht am häufigsten genannte Kritikpunkt an diesem Prozess, wir sollten doch eher über inhaltliche Fragen reden. Und dann irgendwann, wenn es denn sein muss, auch über die Strukturen. Aber bitte erst die Inhalte. Das verstehe ich. Ohne eine Einigkeit über die grundlegenden inhaltlichen Linien finden wir auch keine angemessene Struktur. Wenn zum Beispiel Gemeinden sagen würden, die Aufgabe des Bundes soll es in Zukunft nicht mehr sein, die Gemeinden darin zu unterstützen, dass sie das Evangelium von Jesus Christus an ihrem jeweiligen Ort leben und verkündigen, dann hätten wir in der Tat ein Problem. Denn dann müssten wir den Dienstbereich Missionen abschaffen und die theologische Ausbildung, die Akademie, die GJWs, die Landesverbände und so weiter. Denn all diese Arbeitsbereiche dienen ja genau diesem einen Ziel, Gemeinden darin zu unterstützen, dass sie relevant das Evangelium von Jesus Christus an ihrem Ort leben und verkündigen. Dass also die Botschaft von der Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus hörbar und erfahrbar wird. Das ist und bleibt unser gemeinsames Ziel. Dazu haben wir uns als Gemeinden in unserem Bund verbunden. Und die Frage, die uns gerade bewegt, lautet deshalb, welche Strukturen sind dafür unter den gegenwärtigen und zukünftig absehbaren Rahmenbedingungen für unseren Gemeindebund die richtigen? Die geistliche Basis für diesen Prozess ist der bestehende theologische Konsens unseres Bundes, wie er beispielsweise in der Rechenschaft vom Glauben formuliert ist. Schaut einmal auf der Homepage des Bundes nach. Dort findet ihr unser gemeinsames Glaubensbekenntnis und auch, was als Leitlinien für unsere Bundesarbeit formuliert ist. Das ist tragfähig. Ich danke allen, die intensiv an diesem Prozess mitarbeiten, die ihre ehrenamtliche Zeit und auch hauptamtliche Zeit einsetzen und Herzblut, Gehirnschmalz und ihre geistlichen Gaben einbringen. Denn auch bei der Arbeit an den Strukturen hören wir ja auf den Geist Gottes und lassen uns durch ihn inspirieren. Ohne ihn können wir nicht nur nichts tun, ohne ihn wollen wir auch nichts tun. Deshalb lade ich euch ein, für UB25 zu beten, damit Gottes Wille geschehe. Und vergesst in diesen Gebeten natürlich auch nicht all die Krisen auf dieser Welt, in denen Menschen leiden. Wir wollen das alles vor Augen behalten und gemeinsam in unseren Gemeinden beten. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich.